Okay, da ist er. Der macht die Tür auf. Scheiße, der macht die Tür auf. Wieso macht er die Tür auf? Der hat die ganze Zeit die Tür nicht aufgemacht. Kommt der jetzt? Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 3. Kommt da was? Nein. Ist er wieder rein? Das wäre ja witzig. Ist er da? Der ist ja wieder. Oder sind es mehrere? Nee, das ist der schon, ne? Der ist wieder rein. Wieso ist der wieder reingegangen? Nee, das sind mehrere. Nein, ist das eine Spielung? Sind das zwei? Ist das ein Spiel? Oh, fuck. Das sind... Nein, das sind mehrere. Wie soll man das denn machen? Wir haben überhaupt nicht die Munition dafür. Ach, guck mal, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Ja, weg damit. Haben wir Platz. Aber hä? So, ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Ich verrate euch mal nicht, was für eine Idee, ja? Das ist tatsächlich wieder rein. Also. Findet ihr meine Idee? Ich glaube, es gibt bessere Ideen. Mit der Faust. Yes. Carlos, du bist echt ein Tier. Carlos, lauf! Komm schon, schlecht. Oh Gott, schaut mal, wie wir aussehen. Fuck, 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 fuck. So. Gott, ich muss einfach weg. Und vielleicht können wir uns jetzt heilen. Aber erstmal will ich hier nochmal. Hä? Ah, oh, ich hasse es. Hier ging's rüber, aber da hinten war nichts. Aber dort? Ha. Aber da hinten war noch was. Okay, wir haben noch eins, okay. So, und schon zack, zack, alles Blut weg. Jede Schnittwunde, alles weg. Das wäre schon nicht schlecht, wenn es sowas gäbe. Aber wir können hier mal kurz kombinieren. Können wir es gleich schon abspielen? Geht das auch? Können wir das auslösen? Nee, geht wahrscheinlich nur dann vor Ort. Da hören wir dann, wie er sich an die ran macht oder so. Aber hier gibt es echt eine Ecke, da kommen wir nicht hin. Oder habe ich jetzt wieder was verpasst? Weil da war ja, da waren ja so... zwei Zeichen. Bei dem einen sind wir drüber gesprungen, beim anderen ging nicht. Naja. Egal. Ich denke mal, wir müssen hier eh nochmal durch. Wenn wir einen Dietrich haben. Ach, der Tresor. Genau. Scheiße, den habe ich vergessen. Da war ja was mit dem Tresor. Krankenzimmer? Hm. Die Poster sind auch so gruselig. Wer bitteschön, in welchem Krankenhaus sind so scheiß Poster an der Wand? Vor allem die... Was ist das hier eigentlich? Da liegt irgendwas, ne? Die Poster, die stauben ein und alles, ne? Also das ist doch... Ist doch nicht medizinisch. Okay. Ich habe echt nur ungute Erinnerungen an diesen... Auf Nein! Was... sollte... das denn... Scheiße. Ich habe zwischenzeitlich komplett vergessen, was ich hier eigentlich machen soll. Gott, scheiße, scheiße. Geh da rein, geh rein, bitte geh rein, geh einfach rein. Komm schon. Na, was ist das denn? Oh, nein. Fuck, das ist ein Krankenhaus. Was? Oh nein. Ey. Oh nein. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin komplett verspannt. Ist der jetzt hin? Nein, da kommt natürlich noch einer. Ist klar. Ich glaube jetzt. Nein. Okay, der. Ach. Ja, klar. Ja, klar. Ihr habt mir ins Knie geschossen. Oh nein. Der steht doch auch gleich wieder auf.
Was macht der da? Kämpft mit nacktem Oberkörper gegen die Pflanze oder was? Ah, nee, ist eine Frau. Okay. Krankenzimmer, ja? Ist ja fast hier noch besser. Wo ist der Typ? War das hier? War das ein anderer Raum? Ey, ich habe komplett die Orientierung verloren. Okay. Hier? Nee. Hä? Wo? Schwesternstation. Schwesternstation. Hier waren doch die... Egal, wir sollten vielleicht ganz kurz einen über den Durst nehmen. So. So langsam bräuchte man wieder... Also Munition sieht echt mau aus. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Wir könnten nochmal versuchen zum... Nein! Oh Gott! Okay, der hat uns aber nicht gebissen, kann das sein? Weiß jemand, was man hier machen muss? Nein. Wir könnten... Wir haben ja jetzt dieses Turmband-Ding. Wir gehen jetzt einfach runter. Können eh nichts mehr machen hier mit diesen Scheißviechern. Und versuchen jetzt in das Labor reinzukommen ohne Muni. Irgendwie wird schon irgendwie... Oh, nein! Oh, Mann! Da war aber was. Kann es sein, dass da was war? Ach, das war die Tür. Okay. Oh nein. Hier ist zu. Wieso ist hier zu? Oh nein, das ist eine Sackgasse, kann das sein? Scheiße. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ey, so Spiele darf man nicht spielen, wenn man keine Ahnung hat. Oh, Munition. War die eingezeichnet? Ich bin nicht. Ja! Lauf! Springen! Springen die hinterher? Ich hoffe nicht. Ja, aber hier ging es zurück, oder? Okay, jetzt haben wir zumindest wieder Munition. Ach Gottchen. Was ist denn da los? War so klar. Scheiße. Müssen wir die noch erledigen oder können wir einfach so durch die Tür? Scheiße. Nein. Ah, Mist. Das war knapp. Shit. Können wir die mit dem Messer attackieren? Kriegen wir den? Das klappt nie mit dem Messer, ne? Das wissen wir schon, aber da ist eine Kiste. Ha, so. Und jetzt steht der da wie Phönix aus der Asche. So. Arschloch. Friss Schnecken. Ah, und jetzt Dankeschön für den Spind. Ey, danke, Spiel. Ja, klar. 5 Schuss. Und ist ja nicht so, ja, dass es jetzt das war, ne? Ach, die ID-Card. Ach so, das ist ja gar nicht hier. Ich dachte, das ist hier, wo der Typ ist mit dieser Stimmerkennung. Fuck, ist gar nicht hier. Ist gar nicht hier. Das ist hier gar nicht. Ich hab gedacht, wir haben es geschafft. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und zumindest 2 Granaten. Ich hätte mich jetzt über 5000 Schuss gefreut oder sowas. Was ist hier eigentlich los? Ah, verlorene Gegenstände. Okay. Patienten berichten uns zunehmend von verlorenen Gegenständen. Mhm, verloren gegangene. Wenn sie etwas finden, von dem sie nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen sie es safe in der Schwesternstation. Ach, der Safe. Die Kombination des Safes, cool. 9 im, also... 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen. Das ist aber schwer. Okay, 9 im. Oh Gott, da sind diese Dinger drin. Ah. Oh. Okay, jetzt nochmal nehmen. Oh. 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 Die wissen ganz genau, dass man in diese fucking Schwesternstation nochmal rein muss. Und die wissen auch ganz genau, dass definitiv noch niemand diese Viecher erlegt hat. Mit was denn auch? Okay. Aha.
Jetzt müssen wir hoch, ne? Das war oben. Müssen irgendwie... Okay. Okay. Also, bis jetzt... Oh, ich will da gar nicht hoch. Okay. Ah, da liegt noch... Hä? Wo kommt die denn her? Wo bin ich eigentlich? Da. Okay, wir müssen also nur um die Ecke. Wie, verlieren die doch manchmal Sachen? Dass die irgendwie Loot verlieren? Das kann doch nicht sein. Wir haben schon 10-mal lang gelaufen. Hä, da können wir gar nicht lang laufen. Da ist zu. Was ist eigentlich immer für ein Geräusch? Voll ekelhaft. Okay, vielleicht können wir mit diesen Viechern. Was mich gerade ziemlich stresst, ja? Unsere schöne Jill hat so geile Waffen, ja? Warum nehmen wir die nicht? Es nutzt ihr doch eh nichts, ne? Und wenn wir draufgehen, dann hat sie da auch nichts gewonnen. Verstehe ich nicht. Echt komisch. Oh, Scheiße. Boah, krass. Nein, lass mich hier durch. Hey, Junge. Wo kommen die denn alle her? Oh Gott. Ich treffe ihn nicht. Nein, scheiße, ich treffe... Da kann man schon fast gar nicht vorbeischießen. Mach die mit... Ah, der macht extra den Kopf runter. Da liegt doch schon wieder verdammt viel rum. Okay. Nein! Ey, sag mal! Was macht die ganzen Polizisten hier? Was soll denn das? Okay, wir sind wahrscheinlich in der Isolationsstation, denke ich mal. Ist deswegen so viele Viecher hier rumliegen? Handgranate, okay. Okay, hier ist alles. Und jetzt? Okay, das mache ich jetzt safe. 9 im Ort. Das war jetzt, glaube ich, falsch rum. Nochmal. Im. Und jetzt 3 gegen. Auf die 3. Und jetzt müsste das Ding aufgehen. Und weh, hier ist nicht. Was ist das denn? Was ist denn das? Ha! Wie geil! Und das finden die, das ist eine Patienten abhanden, das muss ein Polizist gewesen sein. Aber wir haben kein rotes Kraut, wie ärgerlich. Wow, was für eine krasse Waffe. Wir haben kein rotes Kraut, aber ich glaube, es nutzt uns nichts. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Ja, okay, hat gereicht. Ja, gut. Die brauchen wir nicht mehr. Machen wir mal Platz. Ich glaube, das schadet nicht. Okay. Okay. Einfach Schloss nützt uns nichts. Ja, aber sonst sind wir hier schon echt gut durch. Einfaches Schloss, das kriegen wir eh nicht hin. Und jetzt müssen wir, glaube ich, runter zu diesem Stimmenerkennungsding. Da wollte ich ja eigentlich auch hin. Aber ist ja nicht so, dass ich mich hier ablenken lasse. Okay, eigentlich Wäschekammer. Ist, glaube ich, alles problematisch. Aber da können wir noch die Munition mitnehmen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen das Schwierige an der Sache. Das war nur einer drin. Einer ist draußen. Also es sind 3, ne? Einer, es waren 3. Waren definitiv 3. Und jetzt ist, der muss jetzt hier sein. Da ist er auch. Hi. Da, bitte, erwisch uns doch einmal nicht. Ach Gottchen, das erklärt auch, warum das. Scheiße, jetzt habe ich doch die Munition nicht mitgenommen. Kurz, oder hatte ich die? Nee, habe ich nicht. Habe ich? Nee, doch. Egal. Hä? Habe ich die doch mitgenommen? Ich war mir gerade nicht sicher. Ich habe einfach nur geklickt. Ich dachte, hä? Egal. Ich hoffe, es hat geklappt. Ist auch egal. Gott. Ich habe so einen Nacken. Mag jemand mir mal massieren? Nee, dich meinte ich eigentlich nicht. So war das nicht gemeint. Ah. Mann.
So, jetzt müssten wir hier doch irgendwo langsam bei diesem Stimme... Da. Das da. Und jetzt können wir mal alle hören, was dieser Arsch mit der armen Dakota gemacht hat. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Dafür wirst du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow. Was okay. Für ein Arsch. Immerhin keine sexuelle Belästigung. Immerhin. Ja, also das hätte dem Ganzen noch eins draufgesetzt. Aber nee. Okay. Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ihr über Munition rumliegt, oder? Wir bräuchten ein rotes Kraut. Das wäre eigentlich auch ganz nice. Wahrscheinlich sind die ganze... Oh. Oh. Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Krass. Scheiße. Und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? PC? Hier ist nur ein Laptop. Okay. Einladung zum Bankett. Okay. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September ins Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons oder so und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September, 18 Uhr, Orient Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, Sie teilnehmen können, wenn Sie teilnehmen können, mit freundlichen Grüßen. Greg Tester, Senator. Handschriftlich. Nate, ich werde das Gesetz für eine neue Arznei Mitte August verlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünetten? Oder? Leider kein rotes Kraut. Nochmal Moni. Und da ist unser Computer. E-Mail von Nathaniel Bard. An Greg Tester. Das war der Senator, kann das sein? Er bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachricht nicht an. Dieses Virus und ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du... Bei mir ist gerade der Bildschirm schwarz. Seht ihr noch was? Ja, okay. Was wollte das denn? Okay. Muss gerade gucken, wo ich war. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem neuen Besitz eine Dosis des Impfstoffs gegen das Virus. Ah, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie, nicht für irgendeine Liebhaberin von mir. Nein, Craig, sie ist für dich. Oh Gott. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Craig, musst du mich so verdammt nochmal hier rausholen. Sofort und ohne, dass Umbrella Wind davon bekommt. Okay. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung, ach, das sind wir wahrscheinlich, auftreiben kann. Und ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen, das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, die wir zusammen, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon, Nate. Nate ist Nathaniel, ne? Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September.